Wenn euch das Video gefällt, was ihr gleich sehen werdet und ihr meine Arbeit unterstützen wollt, seid so lieb, lasst einen Schekel bei Patreon da. Los geht's! Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies Propaganda-Welt. Was ist Propaganda? Propaganda, von lateinisch propagare, weiter ausbreiten, verbreiten, bezeichnet in seiner modernen Bedeutung zielgerichtete Versuche, politische Meinung oder öffentliche Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren und das Verhalten in eine vom Propagandisten oder Herrscher erwünschte Richtung zu steuern. Die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht darzulegen, sowie die Vermischung von Information und Meinung charakterisieren dabei die Propagandatechniken. Dies steht im Gegensatz zum pluralistischen und kritischen Sichtweisen, welche durch unterschiedliche Erfahrungen, Beobachtungen und Bewertungen sowie einen rationalen Diskurs geformt werden. Und gerade wenn Krieg herrscht, meine lieben Freunde, hat die Propaganda mehr als sonst ohnehin schon hier in Deutschland, abgesehen von unserer Geschichte, ist sie natürlich auch heutzutage sehr verbreitet, Hochkonjunktur. Und zwar können wir das sehr, sehr gut an folgender Causa sehen. Schaut mal, was Annalena Baerbock neulich passiert ist. Wer eigentlich Unterstützung in der Gesellschaft braucht. Und auch das haben wir. Ihr könnt so viele Eier werfen, wie ihr wollt. Ihr könnt so viele Eier werfen, wie ihr wollt, wenn ihr meint, davor haben wir Angst. Was schreibt man nun dazu? Im Merkur.de, ihr habt ja gesehen, es war jetzt nicht so mega wild. Ne? Ei kommt angeflogen im hohen Bogen, Baerbock macht so einen kleinen Schritt zur Seite, alles gut, redet weiter, Sicherheitsmann kommt, sie sagt wahrscheinlich irgendwas zu ihm, der geht dann relativ schnell wieder weg. Wir sehen da auch nicht wirklich irgendwie eine Geste von wegen hau ab oder sowas, also relativ entspannte Situation, nicht viel passiert. Was schreibt im Merkur.de zum Beispiel darüber? Demonstrierende bewerfen Baerbock mit Eiern und fordern Grüne an die Front. Okay, in Ordnung. Die Zusage neuer Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine sorgt in der Querdenker-Szene für Aufruhr. Querdenker? Wo kommen die her? Wütende Demonstrierende reagieren sich an der Außenministerin ab. Was ist denn jetzt die Querdenker-Szene überhaupt? Ist Querdenker nicht schon längst ein Frame geworden für nicht regierungstreu, für propagandaresistent? Es ist eigentlich sehr interessant, das ist mittlerweile ein eigentlich lobender und positiv konnotierter Begriff, der eine negative Konnotation bekommen hat. Eigentlich über die Bratwurstzeit hinweg, aber komischerweise versucht man jetzt Taten, die eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben, in irgendeinem Kontext jetzt auch auf die heutige politische Situation anzuwenden mit diesem Frame Querdenker. Das ist interessant. Man hat ja noch diese Assoziation. Ah, die Querdenker. Man hat sie ja schon in den letzten Jahren geframed als die Schwurbler, die Verdrehten, die Esoterischen, die nicht wissenschaftsgläubigen, die nicht logischen. Und logisch ist natürlich, dass die Partei, die immer gegen Krieg war, die Grünen, jetzt auf einmal voll auf dem Waffenlieferungskurs sind, weil fuck Putin. Ist doch klar. Was sagen denn andere Mainstream-Medien? Ich bin ja ein großer Fan von der Relotius-Presse. Wie ihr wisst, unser Relotius 2014 hat er einen Journalistenpreis bekommen. Der Mann, der sehr viele Geschichten einfach erfunden hat. Also Spiegel-Qualitätsmedium. Lesen wir mal, was die hier geschrieben haben. Wahlkampf in Wuppertal. Demonstrierende werfen Eier auf Annalena Baerbock. Übrigens, kleines verstecktes Framing. Demonstrierende ist schon Softgendern. Das haben wir auch tatsächlich bei Merkur. Demonstrierende, das sind eigentlich Demonstranten. Generisches Maskulinum, die sind Männer und auch Frauen, wer hätte es gedacht. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist bei einem Wahlkampftermin in Wuppertal von wütenden Protestierenden beworfen worden. Das stimmt tatsächlich, das ist gar nicht mal so schlimm geframed. Abgesehen von Protestierenden, Protestanten hätte gereicht. Wie gesagt, generisches Maskulinum, aber im Spiegel hat man da so seine Probleme mit geistiger Gesundheit. Kein Ei, traf die Grünen-Politikerin. Das ist interessant, aber immerhin auch eine wichtige Information. Man hätte auch schreiben können, sie wurde nicht getroffen. Kein Ei. Gut, kann man jetzt auch so schreiben, ist noch nicht das krasseste Framing. Wir lesen mal den ersten Absatz. Bei vielen Wahlkampfveranstaltungen in NRW kommt es in den letzten Wochen immer wieder zu lauten Protesten von sogenannten Querdenkern. Und Menschen, die gegen die Waffenlieferung der Bundesregierung in die Ukraine demonstrieren. Querdenkern und Menschen. Querdenkern und Menschen. Sind das nicht auch Menschen? Also ich weiß nicht, was ich verpasst habe, meine lieben Freunde, aber warum sind Querdenker und Menschen separat? Könnte man auch als Framing sehen, aber das ist jetzt schon satirisch gemeint.
Aber jetzt mal im Ernst. Querdenker und Menschen, die gegen die Waffenlieferung der Bundesregierung in die Ukraine demonstrieren. Hier wird dadurch, dass man Querdenker und Menschen erstmal separiert, ein entmenschlichendes Element meiner Meinung nach reingebracht. Querdenker ist nicht direkt gleichzusetzen mit normalen Menschen, die gegen Waffenlieferungen sind. Aber man nennt sie hier in direkter Assoziation zueinander. Querdenker und Menschen, die gegen die Waffenlieferung der Bundesregierung in die Ukraine demonstrieren, wird uns hier suggeriert, sind eigentlich derselbe Menschenschlag. Im Endeffekt also auch Querdenker. Man stellt hier eine Art herbeikonstruierte Kontaktschuld her, mit der Menschen, die gegen den momentanen Regierungskurs, der noch nie Kurs der Grünen war, nicht mehr übereinstimmen. Gut, also hier auch die Querdenker. Interessant ist aber natürlich in der Entwicklung, wenn wir jetzt zurückdenken an die Bratwurstkrise, da stand Querdenker immer direkt ganz oben. Ne, Radikalisierung der Querdenker-Szene, Querdenker, Nazi-Aufmarsch, was auch immer. Ihr kennt die Framings. Hier ist es mittlerweile in den ersten Absatz reingerutscht. Man hat es noch nicht ganz vergessen. Das Wort hat seine Wirkung noch. Nun, das ist schon ein bisschen Propaganda, ja? Man bezeichnet die Leute, mal manchmal auch adelnden Protest des Eierwurfes. Große Politiker unserer deutschen Geschichte haben schon Eier bekommen, unter anderem auch Helmut Kohl, Strauß. Kann man sich schon was drauf einbilden? So ein Ei kann wehtun. Wie gesagt, ich unterstütze das nicht. Man soll auch friedlich demonstrieren und dementsprechend auch einfach keine Eier gegen die Gesichter oder so von Leuten werfen. Das kann richtig ins Auge gehen und das wollen wir nicht. Aber ist es nicht verständlich, gerade unter den SPD, Grünen und FDP-Wählern zum Beispiel, dass sie sowieso immer gegen Krieg waren? An sich findet ja jeder Mensch den Krieg schlecht, ja? Aber wie können wir die Fürsprecher, die das begründen, dass wir Kriege führen, die wir nicht verstehen und Menschen hassen, die wir nie kennengelernt haben, wie können wir deren öffentliches Ansehen reklamieren, wenn sich verständlicher Protest in der Bevölkerung regt? Indem man diesen Protest umframed zu einem Gewinn und einen Stärkebeweis der Politiker, und hiermit kommen wir zum Hauptpropaganda-Piece dieses Videos, die Bild. Natürlich eine Zeitung, die für ihre Neutralität und Sachlichkeit bekannt ist, aber womit sollte man enden, wenn nicht mit der krassesten Propaganda überhaupt? Außenministerin bei Grünen-Wahlkampf beworfen. Baerbock bleibt bei Eierattacke einfach cool. Ich gehe nochmal kurz in den Wikipedia-Abschnitt rein zu Propaganda. In der Definition steht, die verschiedenen Seiten einer Thematik nicht darzulegen, sowie die Vermischung von Information und Meinung. Ihr seht, die Meinung dieses Autoren ist, Baerbock blieb einfach cool. Cool wie diese jungen Leute, cool wie Neo, der Agent Smiths Schüssen in Matrix 1 ausweicht, so ungefähr muss man sich das hier vorstellen. Außenministerin Annalena Baerbock wirbt vor den Landtagswahlen in NRW für die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubauer. Nicht Luisa Neubauer, und warum kann die nicht für sich selbst werben? Ich meine, wenn Annalena sagt, oh, das ist eine gute Politikerin, dann sorgt das in meinen Augen eher dafür, dass diese Politikerin den Wahlkampf nicht gewinnt, weil Baerbock. Was soll ich sagen? Eigentlich würde es sogar mehr im Wahlkampf bringen, würde Baerbock AfD-Politiker empfehlen, weil damit dann die Quote der AfD so ungefähr unter 4,9 einbrechen würde. Aber Spaß beiseite, Baerbocks Kompetenz in allen Ehren. Das Ei flog Richtung Bühne. Doch Annalena Baerbock, 41, blieb einfach cool. Sie blieb einfach cool. Schreckmoment bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Wuppertal, NRW. Während die deutsche Außenministerin am Sonntag im Vorfeld der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, 15. Mai, für die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubauer warb, feuerte eine Demonstrantin ein Ei Richtung Baerbock. Feuerte, hier auch, klares Framing-Wort. Feuern ist für mich ein Wurf mit Hüftschwung geradeaus. Wenn ihr in das Video reinschaut, genau hier, dann seht ihr, das Ei kommt nicht von vorne, sie kann durch einen Schritt zurück ausweichen. Wenn man mit einem Schritt zurück ausweichen kann, es ist kein horizontaler Wurf, sondern ein Wurf, der eher einer Parabel zum Beispiel folgt. Doch die Außenministerin wich gekonnt aus. Sie wich gekonnt aus. Also Leute, man möchte es ja den Leuten irgendwie nahebringen. Sie wich gekonnt aus, also wie bei Matrix. Und setzte ihre Rede dann ungerührt fort. Also sie wich gekonnt aus, hier körperlich, athletisch, wie gesagt, hier gekonntes Ausweichen. Und ungerührt fortsetzen. Gut, wurde ja auch nicht getroffen. Ist dann eigentlich nicht so schwer. Man scheint es ja auch zu loben. Sehr feministisch auf jeden Fall. Baerbocks cooler Konter. Alliteration, ne, auch der Einsatz. Das Wort cool kam ja jetzt auch schon in der Überschrift vor. Wie gesagt, ein Merkmal von Propaganda ist auch Wiederholung, die festigt. Ihr könnt so viele Eier werfen, wie ihr wollt. Was für ein krasser Spruch. Toller Spruch, krasser Spruch. Boah, dass Baerbock nicht bei Rap-Battles mitmacht. Aber seien wir doch mal im Ernst, mir wäre ein besserer eingefallen. Offensichtlich habt ihr zwar nichts in der Hose, aber ihr habt wenigstens Eier zum Werfen mitgebracht. Oh, hier sind einige Eierköpfe im Publikum.
Oh, wie ich sehe, macht die lokale Behindertenwerkstatt einen Bildungsausflug. Schön, dass ihr auch da seid und euer Mittagessen mitgebracht habt. Mir fallen so viele gute Witze ein. Naja, auf einem Video, das wenig später im Internet kursierte, ist zu sehen, wie Baerbock einen ihrer Personenschützer zur Seite schiebt und unbeirrt weiterspricht. Hier nochmal der Ausschnitt. Sie schiebt ihn zur Seite. Boah, einfach weggeschoben. Wusch. Krass. Ihre Botschaft an die Demonstranten: Ich lasse mich nicht einschüchtern. Die Werferin hielt sie vor, beim Recht auf Meinungsfreiheit einen zweifelhaften Weg zu gehen. Gut, Meinungsfreiheit, ob ein Eierwurf jetzt irgendwas mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Meinungsfreiheit ist ja eigentlich auch zu sagen, was man denkt, auch wenn diese Meinung kontrovers ist. Es wäre eher eine Art von Bewegungsfreiheit, keine Ahnung. Wie auch immer. Baerbock, was glaubt ihr denn, was eure Kinder meinen? Dass sie morgen in der Schule einen Stein schmeißen können? Solche Vorbilder braucht, glaube ich, niemand in unserem Land. Ja, auch ein toller Spruch, der hier tatsächlich nicht satirisch aufgearbeitet wird. Hier wird kein Witz darüber gemacht. Man stellt das hier einfach so hin, weil das so eine coole Konteraussage ist. Jemand wirft mit einem Ei und die Kinder in der Schule denken, sie können mit Steinen schmeißen. Komisch eigentlich. Ich meine, ich denke hier auch gerade irgendwie an die junge Grüne, ne, die rumläuft mit Hashtag ich bin linksextrem auf Instagram, die Sticker, auf denen draufsteht Antifa ist Hand-in-Hand-Arbeit. Wie gesagt, grüne Jugend, Antifa in grün, wenn nicht sogar Überschneidung oder auch das Gleiche. Und eigentlich sind diese Leute eher dafür bekannt, Eier aus Beton zu werfen. Man nennt sie auch Pflastersteine. Schon ein bisschen ironisch, wie gesagt, jemand wirft ein Ei, warum sollte ein Kind dann zum Stein... Propaganda, wie gesagt. Ein Polizeisprecher teilte am Montagmorgen mit, das Ei habe sein Ziel verfehlt. Gut, dass wir einen Polizeisprecher haben, der uns mitteilt, dass das Ei nicht getroffen hat. Gerade weil nichts passiert ist, Baerbock unbeirrt weiterredet und einen Schritt nach hinten. Gut, dass der Polizeisprecher uns das mitteilt. Teilen Polizeisprecher uns auch jeden einzelnen Steinewurf, der sein Ziel verfehlt hat, beim 1. Mai zum Beispiel mit? Nein, warum eigentlich? Keine Ahnung. Die Personalien der jungen Eiwerferin seien aufgenommen worden und es sei eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gestellt worden. Gefährliche Körperverletzung. Schaut nochmal rein. Gefährliche Körperverletzung. Haarscharf. Nochmal. Einfach ausgewichen. Cool. Die Bundesregierung steht in Kreisen von Friedensaktivisten und auch in Teilen der Bevölkerung in der Kritik, weil sie die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland in die Ukraine befürwortet. Jahrzehntelang waren die Grünen gegen Waffenlieferungen, doch Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg hat bei führenden Grünen zu einem Umdenken geführt. Ende April musste Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei einem Wahlkampfauftritt in Bielefeld deshalb ein Pfeifkonzert über sich ergehen lassen. Oh. Dieser arme Mann. Also auch hier, diese Aussagen, dieser Perspektivenwechsel, dieses 180 Grad sich drehen von Peace und Frieden, keine Waffenlieferung, Waffen töten, zu rein mit den schweren Waffen in Russland. Rein damit, rammt sie rein, die schweren Waffen. Und wer dagegen ist, ist ein Querdenker. Was übrigens in der Bild nicht drin steht, interessant, man hat ja also noch ein paar Abstriche gemacht, aber wie gesagt, Baerbock bleibt bei Eierattacke, einfach cool. Was für eine starke mentale Leistung, was für eine coole Frau, die so ungefähr 100% ihres Buches, was sie vor ihrem Wahlkampf veröffentlicht hat, abgeschrieben hat. Man war in der Bild sehr lange sehr kritisch, aber ihr merkt, sobald Krieg ist, stirbt die Wahrheit. Sobald Krieg ist, ist Propaganda. Sobald Krieg ist, wird die andere Seite als propagandistisch bezeichnet. Ich habe heute noch in der FAZ ein Cover gesehen, das las sich folgend, wie Putins Propaganda Demokratien gefährdet. Und ich dachte mir so, cool. Wahrscheinlich sagt uns Putin genau dasselbe über Deutschland. Es ist ja nicht so, als hätten wir schon vor Monaten RT Deutsch von YouTube entfernt, komplett weggepurcht, weil uns die Aussagen von ihnen nicht gefallen, die weder dem Regierungskurs in Deutschland sind. Man möchte nicht, dass ihr euch verschiedene Perspektiven auf einen Sachverhalt aneignen könnt, indem man zum Beispiel Medien, die eine andere Perspektive wiedergeben, zensiert. Aber zur Medienkompetenz von euch allen sollte dazugehören, sucht nach Informationen und versucht beide Seiten zu sehen. Gerade die Seite, bei der man euch sagt, sie ist böse, böse, böse und macht nur Propaganda. Da lohnt es sich besonders reinzuschauen. Merkt euch das. Kommt weg davon, einfach zu essen, was man euch serviert auf dem Tablett. Kommt dem zuvor und sucht nach Sachverhalten, über die ihr mehr erfahren wollt. Schaut auf den Medienkompass, lest euch verschiedene Outputs von verschiedenen Seiten aus durch. Also meine lieben Freunde, das war ein kleines Propaganda- und Framing-Seminar von mir. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen und immer schön die Eier in der Hand behalten. In diesem Sinne ein bisschen friedlicher Protest und Eiweiß. Schadet nie und fuck PC.